Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch einen leckeren und einfachen Regenbogenkuchen, der richtig, richtig gut bei Kindern ankommt, auch bei Erwachsenen. Legen wir gleich los zu den Zutaten und Zubereitung. Wir brauchen Mehl, Butter oder Margarine. Ich habe Margarine verwendet, Zucker, Eier, dann Lebensmittelfarben, verschiedene, am besten die von Regenbogen, Milch, Prise Salz, Vanillepaste und Backpulver. Als allererstes Butter mit Zucker, Vanillepaste oder Vanillezucker schaumig rühren, bis das so eine schöne weiße Farbe bekommen hat. Die Eier jetzt nach und nach hinzugeben, normalerweise im Wechsel mit Milch. Ich habe die Milch vergessen, ich habe es nachher hinzugefügt, aber ihr könnt es so wie ich machen oder im Wechsel mit die Eier schön unterrühren und anschließend dann Backpulver und Mehl mischen und zu der Masse hinzugeben. Den Teig jetzt in 7 Schüsseln verteilen und die Lebensmittelfarbe 1 bis 2 Tropfen hinzugeben. Ich habe die Farbe Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila und Pink verwendet. Ihr könnt natürlich andere Farben nehmen, aber ich habe jetzt die verwendet und die Reihenfolge werde ich euch unten in der Infobox aufschreiben, wie ich die dann in die Form gefüllt habe. Als Backform habe ich eine Gugelhupfform genommen, mit Butter schön gleichmäßig geschmiert und jetzt fange ich erst einmal mit der roten Farbe an, verteile das mit dem Teigschaber. Ich schreibe euch wie gesagt unten in der Infobox alles genau, wie ich die Reihenfolge gemacht habe. Dann im vorgeheizten Backofen 170 Grad schön backen, Stäbchenprobe nicht vergessen und dann 10 Minuten abkühlen lassen, dann abstürzen von der Form. Nachdem der Kuchen abgekühlt ist, eine Glasur herstellen. Ich habe hier eine Puderzuckerglasur, also Zitronenglasur mit Puderzucker und Zitronensaft. Danach habe ich etwas Konfetti drüber gestreut. Ihr könnt Zuckerstreusel, also das nehmen, was ihr wollt. Und ja, und schon ist er fertig. Hier zeige ich euch noch den Anschnitt. Hier kann man die Regenbogenfarben richtig schön erkennen und ja, der ist ein richtiger Hingucker für alle Kinder. Für Kindergeburtstag ist er schön geeignet, auch für Sonntagskaffee, also für Erwachsene, der ist auch richtig ein richtiger Hingucker und schmeckt auch richtig lecker und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Hinterlasst mir einen lieben Kommentar, einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Tschüss!